Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Lil Blas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar reagiere ich heute wieder auf Gronkh. Pumpkin Days, Folge Nummer 29, Wälder nehmen wertvolle Parkplätze weg. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren und nichts mehr zu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich ebenso freuen. Und ich bin gleich mit da, ich muss mir nur kurz was anhören. Aber ich lasse das Video schon mal laufen und let's go. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pumpkin Days. Eigentlich sind es gar keine Pumpkin Days, es sind eigentlich Kaffee und Crafting Days. Ja, wobei man noch sagen muss, ich meine, die Pumpkins sind ja jetzt erst ab Herbst, ne? Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Also Ist schon ein vielleicht. bisschen irreführend, meiner Meinung nach. Tut mir leid. Ja, na gut, okay. Finde ich nicht gut. Spiel Dann halt richtig. sollte Season Days heißen, meiner Meinung nach. Aber okay. Oder Dorf Days vielleicht auch. Oder je nachdem, was gerade in der Tages, was gerade in So, der da bin ich Jahreszeit wieder. angebaut werden kann, Days. Das wäre natürlich auch schön. Oder Das nicht nur wäre angebaut, sondern korrekt. natürlich auch Nutzvieh Days. Natürlich auch. Ja. Oder später noch Mining Days. Da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt geht's los, Alter. Absolut. Mining und Crafting könnte man es nennen. Das finde ich gut. Da gibt es bestimmt rechtlich keine Bedenken. So, ich baue die ganze Zeit einfach nur Basic kaputt hier. Ja, es ist einfach. Hast du schon Fernsehen geguckt? Ja, ich lebe den Traum, Tobi. Ich lebe den Ah, okay. Traum. Entschuldigung. So, hier. Huch, was? Nee, ich will. Du hast Basic Bookcase da, dieses Basic Tall Bookcase gemacht, ne? Ja, die sind scheiße. Die sind halt richtig kacke. Mache jetzt für 10 Bretter was für 200. Das ist immerhin was. Das geht doppelt so schnell wie diese anderen Tische, aber ich hätte natürlich auch kein 10 Bretter 350. Das würde mir natürlich viel mehr taugen. 300 übrigens. Achso, ich dachte 350. Aber selbst da bin ich natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, das ist halt schon So. Luxus. Ja, es hat richtig Luxus. Ich habe hier nur diese Basic Cupboards, die sind halt billig. Ich mache nur das billige Zeug. Ich bin halt eine billige Kopie von Toben, wenn man so will. Kopiere einfach sein Geschäftsmodell und seinen Kleidungsstil. Nee. Das ist jetzt immer beleidigt. Heavy, wie beleidigend. Also wenn das eine Kopie von meinem Kleidungsstil sein soll, ich bitte dich. Reden wir jetzt von RL oder Ingame? Ach so, von Ingame natürlich. Ach so, ja gut. Ja, hey, ich bin gut gekleidet Ingame. Outgame ist es warm, da sitze ich gerade in kurzen Hosen. Glänzenden Beinen von Butter berieben. Oh, Krogbart. Achso, warte mal, die Kiste ist ja voll. Ich kann nichts mehr verkaufen. Wie ist das eigentlich? Oh, Scheiße. Ich hab's verkackt. Was hast du verkackt? Hast du wieder eine Skulptur? Ja, natürlich. Hey, Glückwunsch, GG. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn du Spaghetti über deine Oberschenkel reiben würdest? Ist das dann auch wie so ein Käserad? Wenn ich Spa. Oh, erstmal ist das ganz schön ekelhaft. Und zweitens, wenn ich Spaghetti über meine Beine reibe, weiß ich gar nicht mehr, wo die Spaghetti anfangen, mein Bein aufhört. Ich sitze doch den ganzen Tag nur. Ich habe gar keine Muskeln in den Beinen. Die sehen einfach aus wie Spaghetti. Perfekt. Ah, geil. Ist das Oh gut. Gott, oh Ich Gott, oh liebe Gott, oh es Gott. doch. Geil. So, bisschen geht noch. Salbe war kurz nochmal weg, Leute. Wartet. Ich hab auch hier noch. Das Holz eigentlich sparen sollen, bis ich auch das geile Rezept habe. Ich bin aber zu gierig. Na ja gut, wer weiß, wann du das Scheiß die kriegst, ne? Das ist halt alles so random immer. Ja, stimmt. Das ist halt Glücksspiel, ne? Also ich bin da halt echt gierig. Ich kann das nicht supporten. Ja, das stimmt. Wie so eine Lootbox, der Fernseher hier. Oh, und da zahlt man wahrscheinlich noch GZ. Und vielleicht auf Steam mal anmerken. So nicht geht. Ich schreib direkt einen richtig deutschen Kommentar dazu. Why you have TV but cannot pay GEZ? Don't you empfangen sie öffentlich-rechtliche? Oh, hier. Schön. Ist noch was anderes als ständiger Kaffee hier, ne? Ständige Kaffeeernte. Aber glaub mir, irgendwann wird das auch recht trüge.
Wirklich, Tobi, wirklich. Alter, ah, ja. Jetzt geht's los. Kronk beschwert sich wieder wegen seinem Kaffee. Ich weiß gar nicht, mein Spaßbarometer pegelt schon überm Ausschlag. Och man, das war jetzt ein Server-Lag. Das war jetzt aber unfair. Was ist passiert? Ich habe wieder gehabt. Oh. Also bei mir läuft die Produktion, Tobi. Erik, bitte. Meine billige China-Ware. China-Ware. Oh. Ist jetzt nur eine Skulptur oder dabei gewesen? Oh. Ganz schön wilde Sachen hier. So, Craft. So, ach schön. Es erinnert mich halt echt voll an Fable. Mit dem komischen Ding da unten? Ja, weil ich das früher bei Fable auch immer gemacht habe, mit Ausschenken in der Bar, weil ich immer besser werden wollte. Ja, weil man dann mehr Geld bekommen hat, ne? Genau, ja. Ja, ich erinnere mich noch dran. Wir müssen pennen. Oh ja, stimmt, ja. Ich lasse mal schnell in die Kiste und dann... Das mache ich, genau so mache ich es mir auch, Tobi. Oh, die Kiste ist voll mit Möbeln. Gut, da muss ich morgen mal ein bisschen was mitbringen. Ich gehe aber jetzt schon mal pennen. Na. Die Skulpturen schenke ich euch auch, bitteschön. Okay, die Erdbeeren sehen alle gut aus. Der Kaffee. Der Kaffee. Oh, es ist gleich Herbst, Erik. Oh, ja, gehst du gleich schlafen, Tobi. Ich habe ständig irgendwelche Mega-Lags. Keine Ahnung. Mega. Oh, es regnet. Ja, es ist Herbst, Erik. Ja, ich mag Herbst nicht so. Da werde ich immer so trübe, Tobias. Gut, dass ich gegossen habe, den ganzen Scheiß. Gut, dass es immer noch alles genauso aussieht. Nee, die Bäume sind jetzt bei mir herbstlich. Ja? Ja, hier ist alles schön rot. Bis auf die Nussbäume, die sind noch grün. Ja? Hä? Sieht bei dir alles genauso aus? Selbst der Boden ist farbloser. Echt? Richtig deutscher Boden, ja. Bei mir nicht. Sag doch, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Game überhaupt noch existiere. Meinst du, du bist nur Ghost? Nachricht von Tob? Ja, wahrscheinlich. Das wäre deprimierend. Hm. Also, ich würde mir das nicht wünschen. Würde nämlich auch erklären, warum ich bei Tessa keine Pluspunkte sammle. Aber, geht das nicht voran, das Herz? Ganz, also wirklich minimal. Ja, das ist immer normal, das ist bei mir genauso. So wirklich so ganz, ganz wenig, so ganz, ganz mini Pisseschritte, wo ich hier schon 4-mal Tee gebracht habe? Ja, weil die halt scheiße ist, ne? Ja, okay. Ich mach eine andere Schnalle. Tobi, die Oha. Girls, die ticken so. Ach so, ja, okay. Verstehst du? War der Tee nicht unique genug, oder was? Nee, war nicht. Hätte ich den erst bei Insta posten müssen, der dann irgendwie 30 Millionen Likes kriegen müssen, oder was? Ja, dann wäre das Herz, da wäre der Balken aber voll gewesen, das glaubst du aber. So. Dann hier noch ein paar Tusche. Ich verkaufe hier nur noch Möbel, auch wenn die nicht so viel bringen wie Kaffee. Oh, ich muss niesen, Tobi, was sagst du dazu? Gesundheit. Oh, vielen Dank. Entschuldigung, ich meine natürlich Hachi. Ach, ja, genau so. Da sind mir wohl meine Brusthaare in die Nase geraten. So, hier noch ein paar weitere nutzlose Tische. Ich verkaufe jetzt alle Möbel, inklusive dieser hässlichen Skulptur. Da bin ich wieder. Oh, Alter, wie lange es immer dauert, das dann mit herzuziehen. Maus beantragt Kilometergeld. Hey, ich hab Post. Baust du jetzt Sachen an? Ja, die haben wir noch nicht offen. Ich wollte eigentlich mal gucken, was da jetzt so Neues gibt. Oh, mega lag. Mega lag. So, Coffee Table. Coffee Table. Profitable. Das singt er jetzt die ganze Zeit, oder? Coffee Table, Profitable, nice!
Okay, hier nochmal Basic Cupboard. Das passt alles nicht in die Kiste rein, Mann. Ist das denn auch alles gewesen hier? Oh. Was denn? We at Juice Corp are excited to announce that the factory for our world famous liquid juice will be completed on Spring 1, Year 3. Oh ja, das ist doch nice. Freue ich mich. Das finde ich toll. Da geht's ja doch voran bei denen. Muss man halt auch nicht immer warten, bis wieder Markt ist, weißt du? Ja, dann können wir gleich da kaufen, ist doch schön. Vor allem, man kriegt halt, wenn man hier Fabrikkauf macht, dann kriegt man halt voll coole Sachen immer. Ja. Also man kriegt natürlich Rabatt und vielleicht gibt es ja auch was für Groß und Klein. So. Vielleicht haben die auch direkt ein günstiges Restaurant wie bei Ikea sowas. Ja. Boah, da freue ich mich jetzt aber. Ja, cool. Ich mich auch. Absolut. Toll. Endlich wird mal was aus dieser rotzigen, langweiligen Stadt. Was? Ja. Richtig schön hier alles. Uranium Pickaxe. Uranium Bar, okay. Diamond Shears. Dafür brauche ich nur 2 Polished Diamonds. Cool. Uff. Ich mache Folgendes. Ich mache das Holz nochmal weg. Sag mal, wieso kann man eigentlich, wenn man craftet, immer nochmal die Kamera drehen bei dem Ding? Hat das irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht. Ist das nur, damit man sich das Prachtstück 50.000 Mal angucken kann? Wahrscheinlich. Oh, richtig, richtig schön. So, blim, blim. Und das Holz, ändert das was am Preis, frage ich mich? Nee. Alles schon ausprobiert. Sollte eigentlich ja sein, ne? Wenn ich hier mit einem schönen Take-Holz-Möbel ankomme, dann ist aber Schluss mit lustig mit dem beim Preis. Also 200 sehe ich da nicht. Eher 2000. Wird ja auch mit Liebe hergestellt hier, ne? Mit Liebe? Mit Liebe. Dich. Nein! Oh, Serverlag. War kein Serverlag. Ich war zu gierig. Ich habe mich zu sehr beeilt. Aber ich mag das Geräusch. So, Tobi, mein schöner Hühner. Wie sieht's denn aus? Bitte was? Wie sieht's denn aus bei dir? Was treibst du denn Schönes? Oh, ist das schön herbstlich alles. Ist bei dir echt alles noch grün? Ja. Aber hier ist alles herbstlich. Die Büsche, die Bäume, alles. Sieht voll cool aus. Ich reloge. Mach mal. Ah, wir haben Junes Corp. Bin alles klar. Farmquota, mir egal. Könnt ihr mir gucken, die Farm Corp Last Months. I finished all mine easy, was? 8000, okay, ciao. La, 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 la. Huch! Du bist gerade ganz kurz nackt in der Stadtmitte aufgeploppt. Echt? Ja. Strange. Wo ist nochmal? Was denn? Das ist lecker, aber das riecht. Nö, bei mir sieht das alles immer noch grün aus. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Komisch. Entschuldigung. Hast du eigentlich noch Musik? Nee, aktuell nicht. Ich habe bei mir nur süßen Regen. Auch allgemein, ich hatte schon länger keine Musik mehr gehabt, glaube ich. Boah, ich spiele schon wieder nochmal ab.
ist denn hier? Ach, weißt du, ich glaube, ich mach mal das so. Finde ich irgendwie wichtig. Gebäude, was ich hier habe, ne? Ja. Das hätte ich jetzt theoretisch gesehen auch außerhalb von meiner Farm setzen können. Okay, das sollte aber nicht so sein, ne? Nee. Wenn ich das richtig... So. Und ansonsten brauche ich davon nichts. Zahlst du mal meine Schulden. Im Briefkasten war das. Ja, wenn ich wüsste, wo der... Hast du ein Pferd? Nee, ist nicht deine Farm, ne? Nee. Doch, ist doch deine Farm. Mhm. Wieso hast du dir ein Pferd gekauft? Weil ich wissen will, ob man mit dem reiten kann. Geile Farm. Und Hühner hast du ja auch noch. Oh, die sehen aber nicht gut aus. Die haben so ein Geistsymbol bei mir. Ja. Nein, ich hab's aufgehoben. Oh, ich kann's wieder hinlegen. Gott sei Dank. Scheiße. Bloß weg von dieser verfluchten Farm. Nimm sie mit. Bloß weg von dieser verfluchten Farm. Nimm sie mit. Lass mich in Ruhe. Übler Geist. So, da muss ich. Oh, schon 15 Uhr, wie schnell die Zeit hier verfliegt, ne? Ach, das Bild ist ja süß da oben. Wo, aber ich habe keine Zeit. Wo muss ich hier meine Schulden bezahlen? Bei den Briefkästen? Nee. Aber der Briefkasten ist und dann rein ins Gebäude da. Cool. Mega sinnlos. Weiß nicht, was das soll. Dass man dann automatisch Schulden aufnimmt, ohne gefragt zu werden, finde ich komisch. Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Bin ich kein Freund von. Das ist so wie wenn du was im Internet kaufst, ne? Ja, aber selbst da wirst du ja gefragt und ne, da weißt du ja zumindest Bescheid. Das stimmt. Alles klar. Ja. Was denn? Okay, das mit dem Pferd klappt jetzt nicht so gut, ne? Mit dem Reiten? Ja. Kann man nicht reiten? Ja doch, aber ich bin auf dem Pferd festgebacken. Das finde ich sehr gut. Oh, ist das bescheuert, Alter. Ehrlich. Yes. Hast du das Spiel verlassen? Dann schon Tiere ein, wenn halt überhaupt nichts funktioniert. Naja, es ist Early Access und man will ja, ne, ist ja alles schon mal ein bisschen drin. Eigentlich schon ganz cool, aber alles noch ein bisschen viel. Was denn? Ich bin jetzt zweimal hier drin. Was heißt zweimal hier drin? Ich stehe hier nochmal und wackel.
Ja, aber so kennt man dich doch. Oh, das Pferd ist auch wieder weg. Ach, das ist doch scheiße. Hä? Ja, das Pferd ist weg. Ist es aber despawned oder ist es auch wieder tot? Wenn ich bei J gucke, you don't have any animals. Hat das doch behindert. Ich glaube, das liegt weniger an den Tieren als am Multiplayer-Modus, oder? Das ist doch... Das Ding hat 9000 gekostet. Das Pferd, nicht das Spiel. Ja, ja. Ich gehe zum Bürgermeister und gucke, ob ich mir eine neue Farm kaufen kann. Das reicht. Ja. You have unpaid debt, Alter. Ich verpasse dir gleich einen High-Wheel-Kick, Alter. Da gibt's dritte. Umsonst. Das ist so frech. Ach, natürlich hat das Post Office zu. Ja, gut, ich verstehe ich natürlich. Ist ja auch schon 17.01 Uhr, Tobi. Ich bitte dich. Ja. Mann, Alter. Was erwartest du von den Leuten? Ich stehe jetzt halt echt ein zweites Mal da hinten und wackel vor mich hin. Aber so schön, du kannst dich mal selber begutachten. Viele Menschen würden Geld dafür zahlen. Jetzt ist die Frage, wenn du mit diesem zweiten Ich Sex hast, ist das dann Selbstbefriedigung? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Das ist echt unheimlich. Das ist unheimlich cool, meinst du? Wenn du das hier gerade sehen würdest, nein, das ist nicht cool. Ich frage mich, ob ich den Zwilling auch sehen würde. Ich habe keine Ahnung. So. Oh. Das ist sehr wichtig aktuell. Boah, stell mal vor, mit 20.000 in der Tasche ohnmächtig werden. Das wäre bitter. Das Einzige, was noch teurer wäre, wäre sich für 9.000 ein Pferd zu kaufen, was dann verschwindet. Bitte nicht. Oh. Ja, das macht es halt irgendwie total sinnlos. Warum sollte ich jetzt noch Möbel machen, wenn ich mir sowieso nichts kaufen kann? So neues, weißt du? Du hast dir doch ein neues Haus gekauft und so, das klappt ja alles. Nur das mit den Tieren scheint irgendwie noch nicht so. Ich kann aber nichts mehr auf der Farm kaufen, jetzt Größeres oder so, weil ich auch nichts mehr weg... Ich kann da nichts wegmachen. Ich kann keine Hölzer wegmachen, ich kann keine Steine wegmachen. Das geht alles nicht. Soll ich dir da aushelfen und dann nur freiräumen? Du kannst es probieren, ob vielleicht, das was bringt, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht klappt es denn ja. Also ich bin gerade noch ein bisschen indisponiert, aber ich würde bald kommen. Was machst du da? Du bist Holzhacken, ne? Hä? Ich bin gerade bei dir auf der Farm und hab dich am Angelsteg nicht gesehen, also kannst du ja eine Holzfarm sein. Hä? Wer geht denn noch angeln, Tobi, bitte? Alter, wie er die ganze Kiste vollgepackt hat mit Möbeln, Alter. Hä? Was? Machst du doch aber genauso. Nee. Oder nicht? Nee, ich bin jetzt umgestiegen auf Häuser aus Erde. Ach, schön. So. Voller Elefantenfriedhof hier, wenn ich fertig bin. So. Oh ja, da geht noch was. Ach ja, da geht noch was. Was hat? Dauert alles ein bisschen, aber... Ich glaube, die Map hier hinten ist eh nur zum Holzhacken und sowas gedacht, ne? Also ich meine, hier gibt es gar keine Map-Features oder so. Ja, ich glaube auch. Hier ist gar nichts, außer dass hier Bäume wachsen. Also muss man kein schlechtes Gewissen haben. Wäre halt nur cool zu wissen, ob die nachwachsen. Das wäre interessant, aber ich gehe mal davon aus. Die Frage ist nur, wie schnell. Und ich muss ganz kurz sagen, dieser Energy Drink, ne? Ja. Der ist halt echt der
Das ist der reinste Shit. Also den würde ich auch trinken. Der ist halt, den, wenn du so hacken musst oder so, ist der halt perfekt. Ja, für alles. Deine Energie ist sofort wieder, egal wie spät es ist, Energie ist voll aufgefüllt. Das schafft kein Red Bull, kein gar nichts. Aber ich frage mich halt, ob das Spiel das realisiert, wie viele man von den Dingern kauft. Das würde mich auch mal interessieren. Und nachdem kommt die Firma dann schneller rum. Man weiß es ja nicht. So, cool gemacht mit den verschiedenen Holzsorten, dass die Schränke dann verschiedene Texturen haben und so. Finde ich irgendwie gut. Ja, das ist cool. Das stimmt. Das ist ein schönes Detail. Wir sind übrigens bei 25 Minuten, ich wollte so sagen. Oh, ja, schon? Ja. Na gut, dann klinken wir uns heute mal aus. Wie gesagt, wir sind gerade noch immer in der Urlaubsproduktion und auch wenn es gerade nicht aktuell so spannend ist, aber wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo wir Kohle machen. Und Ich weiß halt nicht, was noch alles kommt. Ne? Man kann ja die größere Farm und so und lalala. Und dann vielleicht diese 20. Die andere Farm kostet, glaube ich, 20.000, ne? Ja, ich glaube schon. Also eigentlich kann man sich das auch mal angucken, aber ich glaube, wir kommen bald in den Bereich, wo wir wirklich nicht mehr viel machen können. Also es gibt. Wir können auch mal Map erkunden, das können wir halt noch machen. Genau, das würde ich halt auch nochmal machen. Aber also wir können auch 1000 Möbel craften und so weiter, aber das wird dann auch nicht spannend und das Haus. Das Größte haben wir dann ja auch schon eigentlich. Der Tobi hat's schon, ich hab's dann auch. Nee, ist nicht das Größte, es gibt noch ein größeres. Oh, sehr gut. Wie viel kostet das? 10.000 und ich glaube 400 Woodplanks. 400 Woodplanks? Hast du schon, sagst du. Sieht gut aus. Ja, also ein paar Sachen können wir uns noch angucken, aber ich glaube, bald werden wir bestimmt wieder einen Spielwechsel vollziehen, oder? Ja, also wir werden es ja wahrscheinlich sowieso nicht schaffen, die Folgen komplett bis über den Urlaub zu ziehen. Ja, dafür ist leider zu wenig Zeit wegen Gamescom davor. Das war ein bisschen schwierig. Das heißt, es kann sein, dass vielleicht bald ein paar Folgen oder ein paar Tage keine Folgen kommen, weil wie gesagt, wir sind gerade in der Vorproduktion und leider passt es zeitlich nicht immer so, dass man das alles schafft. Blöde Gamescom, was soll das? Steckst die sollen ihren Termin auslegen. Musst du da auch hingehen? Ja, was fällt ihnen ein? So. Nee, auf jeden Fall, also ein paar Sachen würde ich mir noch angucken, aber man kann ja in Bälde dann mal wieder gucken, ne? Ja, wir haben ja noch einiges, wir haben noch einiges vor uns, dann können wir irgendwann eine zweite Staffel wieder machen, natürlich. Irgendwann mal. Wir haben so viele Spiele einfach, Tobi, es ist einfach unglaublich. Das stimmt, aber so ein Echo, ey. Ja, auch, aber boah, Creativerse würde ich halt echt gerne mal mit dir spielen. Ich weiß halt nur nicht, wie lange man sich daran festsuchten kann. Creativerse wäre auch geil, das wollten wir ja eigentlich machen. Genau. Und ich weiß halt wirklich nicht, wie lange man sich daran festsuchten kann, habe ich keine Ahnung. Man kann es ja einfach mal ausprobieren, man muss ja keine 100 Millionen Folgen machen, ne? Ja, oder wir machen es halt wirklich so, dass wir staffeln ja eh alles. Echo wird es eine Staffel, zweite Staffel geben, Staxel gucken wir bestimmt auch wieder rein irgendwann. Also ich denke mal, das, was wir spielen, das staffeln wir bestimmt. Oder wir machen einfach so, dass wir jeden Tag ein anderes Spiel bringen. Und das sind aber 20 verschiedene. Und dann weißt du aber schon wieder am Ende des Monats gar nicht mehr, was letzte Monat noch lief an Spielen. Ja, oder halt 7 Stück. Also, dass du 7 Spiele in der Woche hast, sind 4 Folgen im Monat. Ist doch geil. Wow, das ist der Traum. Geht's gar nicht weiter irgendwo. Vor allem mit unserem Spielstil. Ich baue ein Feld. Ich baue 20 Schränke in einer Folge. Ja. Naja, also wie gesagt, ne, nur dass ihr schon mal vorbereitet seid, kann sein, dass ein paar Tage ausfallen, weil der Tobi gerade im Urlaub ist und wir es nicht schaffen, wirklich für alle Tage vorzuproduzieren. Es ist einfach zeitlich nicht möglich. Schade, Tobi, schade. Warum verschiebst du deinen Urlaub nicht? Liebst du deinen Zuschauer nicht? Ach, soll ich so meinen Urlaub verschieben für ein Spiel, wo ich mir ein Pferd für 9.000 kaufe, was dann sofort weg ist? Du, es geht doch gar nicht ums Spiel. Es geht doch um die Zuschauer. Um die Zuschauer. Deswegen vorproduzieren wir ja. Na gut, schön. Na gut, jetzt aber führt die, sonst schaffen wir noch weniger Folgen. Das stimmt. Ja, also, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao mit Frau. Tschüss. Die diskutieren darüber, dass sie noch mehr Folgen produzieren.
Dabei sind es nur noch zwei Pumpkin Days Folgen. Einen mit 31 Minuten und einen mit 52. Das ist eine knappe Videolänge von 83 Minuten. Also eine Stunde und knapp 23 Minuten. Also, das ist ja ganz schön hart. Ja gut, Leute, ich würde das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, jetzt bekommt ihr einmal gerne durch. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Ich bin mit Produzieren, denke ich, heute mal durch. Und bis zum nächsten Video. Bye.